Spur ganz außen Orsello, gefolgt von Alte Liebe, weiter in den Empoli mit Nordsommer, Sand and Sinner und Kiss Goodbye. Das Feld hat sich jetzt formiert, nachdem es eben sehr breit gefächert in den ersten Bogen hineingegangen ist. Balou führt das Feld in die Gegenseite hinein, an die Außenseite mit einer halben Länge Rückstand an Windsor, an der Seite von Windsor sieht man Orsello, dann folgt in den Empoli mit Alte Liebe vor Sand and Sinner, der sich da sehr eifrig präsentiert, ein bisschen zurückgenommen wird, dahinter dann Kiss Goodbye und am Ende des Feldes galoppiert Nordsommer. Mitte der Gegenseite in dicht geschlossen, in kompakter Formation, weiterhin Balou bestimmend, das Tempo jetzt ein wenig freier, in zweiter Position Windsor, dahinter sieht man dann innen Empoli, vor weiter außen Orsello, dann Sand and Sinner mit Alte Liebe, am Schluss des Feldes Nordsommer. In dieser Formation geht es gleich in den Schlussbogen hinein, noch etwa 1100 Meter bis zum Pfosten. Balou weiter vorne vor Windsor, dahinter dann Empoli innen in dritter Position vor Sand and Sinner, der sich nach vorne arbeiten konnte, sich verbessern konnte, außen dann Orsello, dann Alte Liebe mit innen Nordsommer gemeinsam mit Kiss Goodbye. In dicht geschlossener Formation geht es auch durch den Schlussbogen. Das Tempo wird ein bisschen schneller vorne. Balou innen, der Schimmel weiter mit dem Kommando. An der Außenseite Windsor zur Stelle lässt sich anfassen. Und auch Orsello ist da. Noch 600 Meter ganz in dem Versuch des Empoli. Balou, der Schimmel weiter vorne. Balou mit Windsor ganz außen, dann Orsello innen, Empoli. Das sind die ersten vier jetzt in Linie an der 400 Meter Marke. Balou scheint geschlagen. An der Außenseite Orsello jetzt vorne. Orsello mit Windsor und an der Innenseite Empoli, das sind die ersten drei, aber Orsello. Orsello kann sich jetzt hier einen Vorteil verschaffen, an der 200 Meter Marke, ist jetzt deutlich voraus, kann sich lösen, der Reiter schaut schon einmal, Orsello weiter vorne, Dennis Schirgen braucht Orsello hier nur noch in Schwung zu halten und er schaut sich um und Orsello gewinnt hier ganz leicht und eindrucksvoll vor Empoli, dahinter dann Sand and Sinner, vor Windsor mit Balou und dahinter dann Nordsommer mit Alte Liebe. Und Schimmel weiter mit dem Kommando. An der Außenseite Windsor zur Stelle lässt sich anfassen. Und auch Orsello ist da. Noch 600 Meter ganz in dem Versuch des Empoli. Balou, der Schimmel weiter vorne. Balou mit Windsor ganz außen, dann Orsello innen, Empoli. Das sind die ersten vier jetzt in Linie an der 400 Meter Marke. Balou scheint geschlagen. An der Außenseite Orsello jetzt vorne. Orsello mit Windsor und an der Innenseite Empoli. Das sind die ersten drei, aber Orsello. Orsello kann sich jetzt hier einen Vorteil verschaffen. An der 200 Meter Marke ist jetzt deutlich voraus, kann sich lösen. Der Reiter schaut schon einmal. Orsello weiter vorne. Dennis Schirgen braucht Orsello hier nur noch in Schwung zu halten und er schaut sich um. Und Orsello gewinnt hier ganz leicht und eindrucksvoll vor Empoli, dahinter dann Sand and Sinner, vor Windsor mit Balou und dahinter dann Nordsommer mit Alte Liebe.